Die allerbeste Aufladestation ist der Wald. Aber auch er braucht die richtige Pflege, damit gesundes Gedeihen möglich ist. Einen, der ganz genau weiß, wie man das richtig angeht, haben wir bei seiner Arbeit getroffen. Also das war halt die optimale Sache, dass man sich richtig alle 5 bis 7 Jahre, je nach Wachstum halt, dass man da durchgeht und alle wieder draus putzt. Das ist halt sehr viel Arbeit und das tut sich eigentlich kaum wer an. Und wenn auch durch unsere Wälder durchgeht, wie auch so schaut, da sieht auch eigentlich überall solche Bestände, wie da sind. Also das ist gang und gäbe gewesen, weil diese Waldpflege hat es halt einfach vor 20, 30 Jahren einfach nicht gegeben. Das hat sich ja in den letzten Jahren erst so richtig entwickelt und auch die Ausbildungen für die Bauern und die Ausbildungen für uns Forstleute sind gehen auch dahingehend, dass sie sagen, also man sollte klar eingreifen, aber regelmäßig eingreifen. Und das, was ich da jetzt tue, ist ja eigentlich schon völlig zu viel, wenn ich so radikal rausschneide, weil die Gefahr besteht natürlich, wenn da ein nasser Schneebotzen in Höbes kommt und das angefriert, nachher liegt halt nachher alles da, wenn der Sturm auch noch dreifacht. Gerald Gruber war in seiner Berufslaufbahn im Gastgewerbe international tätig und viel in der Welt unterwegs. Letztendlich ist er dieser Hektik aber entflohen und fand im Forstgewerbe seine Erfüllung. Vor zwei Jahren hat es Gott sei Dank diesen Waldfonds Österreich gegeben. Das heißt, die Bundesregierung stellt finanzielle Mittel zur Verfügung, dass im Wald wieder Arbeiten geschehen, dass durchforstet wird, dass wieder was anpflanzt wird, dass auch zum Teil, wo viel Wild ist, dass was einzeichnet wird, wo man anpflanzt wieder. Und dadurch, dass es eben Geld gibt dafür, können halt natürlich Bauern oder auch Privatleute, die halt einfach einen Wald haben, können da ansuchen und da wird ein Projekt erstellt und dann ist es auch für uns leichter, weil da kann auch der Waldbesitzer sagen, ich engagiere dich, du machst mir das jetzt sauber, du arbeitest mir das jetzt alles sauber auf und dann kriege ich ein Geld dafür und dann kann ich dir auch zahlen. Weil siehst, schaut einfach nichts aus. Weil wenn du so Kleinigkeiten da draus schneidest, im Grunde sollst du ja so Kleinigkeiten eigentlich auch gleich zusammenschneiden, aber mir ist halt auch wieder laut drum, ich mache halt viel Brennholz. Und man hat nichts davon. Und der Waldbesitzer sagt natürlich auch, wenn ich jetzt keinen Ertrag nicht habe aus der Arbeit, was du da tust, wie soll ich denn zahlen? Wie heißt es doch, was man gern macht, macht man gut. Hörst du ja, die Fegerler singend und es taugt mir. Ich tue es ehrlich gesagt, tue es gern auch. Und wenn ich nachher so ein Fleckchen wieder gesäubert habe und doch ist der ganze Krautgarten da, ist nachher weg und man kann wieder schön durchgehen und der Wald schaut sauber und schön aus, dann denke ich mir was, ja, so soll es sein. Jetzt kann der Wald sauber wachsen, jetzt ist eigentlich ein Wald, wie er sein sollte. Jetzt ist er dazu da, dass er in seine Luft filtert, jetzt ist er dazu da, dass er das Wasser filtert. Und das ist eigentlich im Endeffekt das, wo ich sage, das gefällt mir einfach, wenn so ein Fleck wieder sauber gemacht ist.